Hallo, lassen Sie uns in diesem Video die Ausführung eines MapReduce-Modells auf mehrere oder auch viele Teilnehmer verteilen. Wir fangen einmal an, uns zu überlegen, wie legen wir Daten dafür sinnvollerweise ab. Sie erinnern sich, ganz am Anfang dieses Kapitels haben wir über die drei Vs geredet. Da war die Vielgestaltigkeit von Daten ein wesentlicher Punkt. Das heißt, eine Idee ist zu sagen, unsere Daten sind sowieso, natürlich sind sie groß, aber sie sind auch unstrukturiert. Also eine Textdatei klingt nach einer plausiblen Idee. Also Idee, ich habe konzeptionell, nicht wirklich gespeichert, aber konzeptionell eine riesige Textdatei mit Milliarden von Zeilen. Jede Zeile ist ein einzelnes Datum. Zum Beispiel, was wir gerade im K-Means-Beispiel hatten. Eine einzige Zeile ist ein einzelnes Datum, zum Beispiel ein Vektor von Koordinaten für diesen einzelnen Datenpunkt. Okay? So, diese Datei ist jetzt natürlich riesengroß, Milliarden und Abermilliarden Zeilen. Das heißt, die können wir sowieso nicht auf einem einzigen Rechner speichern. Das heißt, wir müssen sie in Häppchen zerhacken. Jedes Häppchen, jedes einzelne Teil einer Datei ist dann so klein, dass ich es auf einem einzelnen Rechner packen kann. Vielleicht sogar klein genug, dass ich da randomisieren kann. Also, ich zerteile diese riesige Datei in sogenannte Chunks. Okay? Die Chunks werde ich im einfachsten Falle zufällig auf meine vielen, vielen Server verteilen. Weil ich jetzt ja aber noch mir Sorgen machen muss, dass jetzt mein einzelner Rechner, der Chunk 17 speichert, gerade nicht verfügbar ist, mache ich das natürlich redundant. Ich speichere sie also auf mehreren Rechnern, habe damit einen Redundanz-Ausfallsicherheitsvorteil und ich bekomme, wenn wir das richtig anpacken, sogar einen Durchsatzvorteil. Warum? Naja, ich habe ja dann Wahlmöglichkeit. Irgendwann werde ich Chunk 17 verarbeiten müssen und den habe ich auf Server A, B oder C liegen. Und dann kann ich mir, entweder wenn ich schlau bin, einen wenig ausgelasteten dieser drei Server aussuchen, den am wenigst ausgelasteten, wenn ich Aufwand investieren will. Oder ich hoffe auf Zufall, beschränkte Zufallsauswahl. Sie erinnern sich an Consistent Hashing Balls in Billions. Gleiches Argument, mit ein bisschen gucken reicht Ihnen dann sogar Zufall. Also, wir kriegen hier sogar eine Durchsatzverbesserung, wenn wir das hinkriegen. Und eine redundante Speicherung. Super. Was muss ich mir noch überlegen? Na, ich muss die Chunks finden. Ne? Ich muss ja irgendwo wissen, wo meine Datei jetzt existiert. Das heißt, ich werde noch, im einfachsten Fall machen wir hier eine zentralistische Struktur. Ich führe noch einen sogenannten Chunk Master ein. Das ist ein Rechner, der hat die Sonderrolle, sich zu merken, Datei A besteht aus diesem Chunk, diesem Chunk, diesem Chunk. Und die sind auf dem und dem und dem Rechner gespeichert. Chunk 2 ist auf diesem und diesem und diesem Rechner gespeichert und so weiter. Das Bildchen sieht so aus. Ich habe meine konzeptionell eine riesige Textdatei in verschiedene Chunks aufgeteilt, die ich hier auf Server 1, Server 2, Server 3 packe. Eigentlich sind die dann auch noch hier redundant gespeichert auf verschiedenen anderen. Okay? Was können Sie jetzt mit so einer Struktur machen? Mit so einer Struktur können Sie eine solche Textdatei sehr effizient sequenziell von vorne nach hinten durchlesen. Sie fragen den Chunkmaster, hey, ich interessiere mich für Datei 17, gib mir mal eine Liste aller Chunks und wo ich die finde. Bekommen Sie das von dem Chunkmaster und dann können Sie Ihre einzelnen zufällig ausgewählten Repräsentanten jeweils fragen und Sie bekommen den Inhalt dieses jeweiligen Chunks. Was können Sie damit noch machen? Sie können effizient atomar anhängen. Also überhaupt Append. Das Atomar muss man dann sich wieder überlegen, aber das Append ist effizient machbar. Hinten ans Ende ranschreiben, entweder der Chunk, letzte Chunk ist noch nicht voll, dann hängen Sie da an oder Sie kleben halt einen neuen Chunk dran. Beides einfach. Lassen Sie sich mal auf der Zunge zergehen, was es bedeuten würde, in die Mitte eines solchen Chunks irgendetwas einzufügen. Sie wollen eine Zeile da reinschreiben, in den vollen Chunk. Dann müssen Sie die letzte Zeile rausnehmen, in den K plus ersten Chunk packen, der läuft auch über in den K plus zweiten. Das ist ein Albtraum. Das ist völlig, völlig absurd, das zu tun. Also Sie können das Ding lesen, idealerweise sequenziell von vorne nach hinten, und Sie können hinten anhängen. Alles andere lassen wir bitte bleiben. Das geht vielleicht im Prinzip, wird aber so schrecklich ineffizient, das versuchen wir gar nicht erst. Okay? Also, nochmal. Riesige Datei, aufgebrochen in Chunks, redundant gespeichert, Orte der redundanten Speicherung und der Reihenfolge der Chunks in einem Chunkmaster abgelegt. Wir können sequenziell lesen, atomar anhängen. Ist der Chunkmaster ein Problem für die Ausfallsicherheit? Klar, das ist ein Single Point of Failure.
Was passiert, wenn der ausfällt? Naja, in hoher Not können Sie sich die gesamte Information wieder aus Ihrem Rechenzentrum zusammensuchen. Sie reden mit allen Servern, welche Chunks kennst du denn, gib mir mal Metadaten davon. Das ist Aufwand, aber machbar. Tatsächlich, wenn man ein bisschen Back-of-the-Envelope-Kalkulationen macht, dann merken Sie, dass Sie mit plausiblen Dimensionierungen die Chunk-Liste für ein gesamtes Rechenzentrum bequem im Hauptspeicher eines einzelnen Servers halten können. Das ist gar kein Problem. Sodass das alles speicherbasierte Operationen sind, entsprechend ist das schnell. Ist der Chunk-Master ein Durchsatzproblem? Nee, eigentlich nicht. Der liest ja nicht die Daten. Das werden Sie ja nie so tun. Sie werden ja nie den Chunk-Master selbst die Daten transportieren lassen. Dazu reden Sie direkt mit dem einzelnen Server. Wenn Sie Chunk 17 wollen, dann wissen Sie zwar vom Chunk-Master, dass Chunk 17 dieser einzelnen Datei X auf Server A, B und C liegt, aber Sie reden mit Server A oder B oder C und nicht mit dem Chunk-Master, um an den Inhalt ranzukommen. Okay? So, das ist unser Storage-System. Das ist in 5 Minuten Google File System oder Hadoop File System, die Kernstruktur. Nebenbei noch so am Rande, wie groß macht man solche Chunks? Typisch konfigurierbar, klar, aber typische Idee ist 64 Megabyte bis 128 Megabyte. Stellen Sie sich einen Chunk wie einen Block in einem File System vor. 64 Megabyte ist die kleinste Einheit, über die wir überhaupt nachdenken. Alles drunter ist Futzelkram, den wir überhaupt nicht ernst nehmen. Okay? Sehr schön. So, was machen wir jetzt mit diesem MapReduce? Jetzt will ich ja dieses MapReduce da irgendwie zur Ausführung bringen. Naja, worüber muss ich nachdenken? Meine Daten sind sowieso verteilt. So ein Chunk, wenn er 64 Megabyte groß ist, der wird ja viele Key-Value-Paare speichern. Oder viele Eingabedaten, die ich zu Key-Value-Paaren machen kann. Also eigentlich ist das so ein ganz natürlicher Ort, die Map-Funktion auf direkt einem Server auszuführen, der einen Chunk hält. Machen Sie das repliziert? Nee, das ist übertrieben. Sie machen erstmal, wenn Sie wissen, dass Ihr Chunk 1 auf Server A, B oder C liegt, suchen sich einen von den dreien zufällig aus, machen Sie dort das Mapping für Chunk 1, für Chunk 2 und 3 und so weiter genauso. Wenn der nicht abstürzt, machen Sie ein Heartbeating und eine Failure Detection und dann machen Sie eine Neuausführung. Aber erstmal nicht. Okay? Das heißt, eigentlich ist das eine natürliche Idee. Dort machen wir unseren Mapper. Der soll unsere Zwischenergebnisse ausgeben. Die Zwischenergebnisse waren was? Das waren diese Listen von Key-Value-Paaren, die ich dann durch ein Shuffling umsortieren muss. Also das geht in das Shuffling und dann in den Reducer. Den Reducer kann ich irgendwo ausführen. Ich muss ja sowieso die Daten hin und her transportieren. Wenn Sie Glück haben und Sie kolluzieren einen Reducer mit einem Mapper und Sie haben einen N-Mapper, wenn Sie dann Glück haben, dann bekommen Sie von Ihrem lokalen Mapper ein Entel der Daten und N-1 Entel der Daten müssen Sie sowieso von anderen Servern ranschaffen, von anderen Map-Lokationen ranschaffen durch das Shuffling. Dann ist es auch egal, dann packen Sie Ihren Reducer irgendwo hin. Okay? Also, das Bildchen sieht dann so aus. Sie haben Ihre Server, auf denen wir redundant, jetzt wirklich hier mal zweifach redundant, typisch wäre 3, aber dann wird das Bild so unübersichtlich, zweifach redundant meine einzelnen Chunks gespeichert haben. Der hier ist sogar dreifach redundant abgespeichert. So, Sie suchen sich für jeden Chunk aus der Menge der Orte, an denen der Chunk gespeichert ist, einen zufälligen Server aus, lassen dort das Mapping ablaufen und produzieren die Zwischenergebnisse. Das ist das Mapping. Aus allen Zwischenergebnissen shuffeln Sie es zusammen. Gemäß des Keys sind die Daten irgendwie zusammenhängend, semantisch zusammenhängend. Und das stopfen Sie in die Reducer. Typischerweise kommt aus den Reducern dann eine kleine Datenmenge rein, die Sie dann wieder zusammensammeln können. Da haben Sie dann noch so eine Collect-Phase am Schluss. Für unser K-Means würde das bedeuten, hier hätten Sie die K9 Data Centers am Ende des Collects. Die würden Sie dann wieder verteilen, bevor Sie die nächste Map-Phase starten, an Ihre Map-Server hier. Okay, sehr schön. So, hier ist das nochmal als ein Bildchen aufgemalt, aber ich denke, das ist klar. Das ist nur nochmal das allgemeine MapReduce. Unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was wir eben uns schon überlegt hatten.
Hier ist nochmal ein Bild, wie das aussieht von der Gesamtstruktur. Sie haben irgendwo Ihr Benutzerprogramm. Das starten Sie vielleicht auf so einer Art Frontend oder sowas. Dieses Nutzerprogramm wird die Map Worker starten, Fork oder ein Remote Fork auf eine andere Maschine. Wird vielleicht noch so ein Master forken, um den diese ganze Koordination zwischen Mappern, Shuffling und Reducern machen zu lassen. Wird noch die Reducer Remote starten. Und dann gegebenenfalls zum Schluss noch die Daten aus den Ausgabedateien rausholen. Das wäre so eine typische Struktur für eine verteilte MapReduce-Ausführung. Okay, so, das ist jetzt ganz, ganz high level. Das ist Big Picture. Sie müssen für ein reales System noch viel mehr Detailfragen lösen. Zum Beispiel, wo lassen Sie jetzt wirklich einen Map und einen Reduce-Job laufen? Wie viele Reducer nehmen Sie denn? Woher wissen Sie denn, wie viele Reduce-Jobs Sie starten sollen? Sagt Ihnen das Ihre Anwendung? Okay. Wo, wenn Sie das nicht wissen, können Sie sich irgendwie adaptieren? Sehen Sie das Ihren Keys irgendwie an? Das war diese Partitionierungsfunktion von vorne, damit Sie es den Keys irgendwie ansehen können. Was machen Sie mit Ausfällen? Was machen Sie, wenn irgendwie Sie auf Knoten 25 eine Map-Phase starten, aber der kommt nicht zu Ende? Wie gehen Sie mit solchen Stragglern um? Wann fangen Sie überhaupt an zu reduzieren? Warten Sie erstmal, bis die alle Zwischenergebnisse da sind? Kann Ihr Shuffle Ihnen Zwischenergebnisse ausspucken? Sie können schon mal anfangen. Wenn Sie eine geeignete Reduce-Funktion haben, kommutativ, assoziativ, dann können Sie auch schon vorher anfangen. Wenn nicht, müssen Sie warten, bis Sie alle Ergebnisse haben. Also, da sind eine ganze Reihe von Tuning-Problemen. Und was da jetzt wirklich gut ist, wie Sie diese ganzen Parameter einstellen, das ist überhaupt nicht offensichtlich. Wir reden gleich im nächsten Video noch über Frameworks. Typische Frameworks haben irgendwas so 40, 50 Parameter, mit denen Sie eine Jobausführung eines MapReduce-Jobs manuell beeinflussen können. Und das hat gigantische Auswirkungen. Wenn Sie sich da blöd anstellen beim Parameter-Tuning, wenn Sie zu wenige, zu viele Reducer oder sowas nehmen, dann war es das mit der Leistungsfähigkeit. Dann ist das System mit sich selbst beschäftigt. Also an der Stelle, Autotuning ist auch nicht leicht, an der Stelle Erfahrung ausprobieren, Dinge versuchen rauszukriegen. So, zum Schluss noch ein Beispiel. Das ist kompilierbarer und ausführbarer Quellcode, um das WordCount-Beispiel vom Anfang tatsächlich zu lösen. Das kann man jetzt schlecht lesen, das ist auch gar nicht so spannend, aber ich möchte es nur zeigen, dass es passt im Prinzip auf zwei Spalten einer Folie, der C++-Quellcode, um eine Statistik für alle Worte im World Wide Web zu produzieren, wenn Sie Google sind und auf eine entsprechende Dateisystem mit allen, mit einem Abbild des World Wide Webs zugreifen können. Aber es ist nicht viel Code. Es bleibt alles sehr kompakt. Und das ist in der Sprache C++, die mit Strings eigentlich gar nicht glücklich ist und deswegen da auch relativ viel Platz braucht. Da werden Sie, wenn Sie es genauer angucken, werden Sie Codezeilen sehen, wo Sie denken, mein Gott, das Whitespace ist zu überlesen, das ist doch banal. Ja, ja, im Prinzip ist das auch alles banal. Trotzdem, hier müssen Sie es halt hinschreiben. Und trotzdem ist es wenig Code. Weil die ganze Komplexität, alles was kompliziert ist, ist in Framework ausgelagert. Und solche Frameworks gucken wir im nächsten Video noch an. Danke fürs Zuhören.